Für gute Freunde gibt es einen Extrapreis, das ist der Feinschmecker Wine Award for Friends, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wird. Zur Premiere geht er an die Region Rheinhessen, wo sich 26 Winzer zusammengetan haben zur Winzergruppe Message in a Bottle. Sollen wir sie alle einzeln vorstellen? Nö, das tun sie schon selbst ganz überzeugt. Was aber steckt in der Flaschenpost der jungen Winzer aus Rheinhessen? Es ist eine doppelte Botschaft. Erstens, gemeinsam erreicht man mehr als allein. Jeder kann vom anderen lernen und Austausch bringt alle voran. Und zweitens, Wein darf Spaß machen. Auch in der Vermarktung ihrer Produkte gehen die Winzer von Message in a Bottle also ganz neue Wege. Sie haben einen wirklich klasse Film gedreht, in dem der Wein aus Rheinhessen die Hauptrolle spielt. Sie veranstalten coole Partys und statt Blasmusik spielen sie Rock'n'Roll. Dass ihre Weine allesamt spitze sind, versteht sich von selbst. Jung, einfallsreich und unkonventionell, das ist Message in a Bottle. Eine Flaschenpost, für die der Feinschmecker erstmals den Wine Award for Friends verleiht. Herzlichen Glückwunsch!